Die Technische Universität Hamburg-Harburg ist eine Campus-Universität und das halte ich für einen Riesenvorteil für die Studierenden. Also alles, was wir haben an der TU, ist halt auf einem Campus zusammen. Es sind alles kurze Wege. Wir sind eine mittelgroße Universität mit ungefähr 6.500 Studierenden und 100 Professoren. Ja, das Schöne ist hier, dass wir so viele verschiedene Disziplinen auf einem relativ kleinen Platz vereinen und die Möglichkeit haben, zum einen dadurch eine recht weit gefächerte Ausbildung anzubieten, weil es eben diese verschiedenen Anteile gibt, die auch im wahren Leben nachher vorkommen. Und wir zum Beispiel hier in der Testhalle, in der wir uns jetzt befinden, die Möglichkeit haben, Strukturen, so wie sie im realen Fall vorkommen, 1:1 auf unseren Anlagen zu testen. Eine Sache, mit der wir jetzt in diesem Semester angefangen haben, ist, dass wir für alle Erstsemester des Maschinenbaus ein sogenanntes Teamprojekt machen. Da finden sich Teams zusammen, 320 von den Erstsemestern sind da drin. Die bauen Antriebe für Luftschiffe, also große Zeppeline, die dann durch die Gegend fliegen. Die Studierenden entwickeln Antriebssysteme dafür und steuern diese Luftschiffe. Das macht ihnen wahnsinnig viel Spaß und die kommen auch so das erste Mal so rein, was eigentlich ingenieursmäßiges Denken und Handeln ist. Innerhalb von den Konstruktionsprojekten sollen die Studierenden praktisch das Konstruieren erleben und üben. Um den Studierenden das richtig zu vermitteln, haben wir eigene Demonstratoren aufgebaut, die sich an den Inhalten der Vorlesung sehr stark orientieren und gut helfen sollen, das Verständnis zu vermitteln. Und auf der anderen Seite haben wir Objekte, die wir dann als Schnittmodelle aufgebaut haben, sodass man dann die Maschinenelemente auch in Realität erleben kann, wie sie dann auch in realen Objekten verbaut sind. Wir versuchen natürlich auch rundherum das Leben der Studierenden irgendwie angenehm zu machen. Nicht alle Studierenden können Vollzeit studieren, sondern einige Studierende haben Kinder. Wir haben Campusnest. Wir betreuen die Kinder der Studenten und der studentischen Mitarbeiter und der Mitarbeiter der TU. Ein wesentliches Ziel des Studiums ist es, dass wir die Studierenden möglichst aktiv selbstständig machen wollen, und zwar in Theorie und Praxis. Und dafür haben wir zwei tolle neue Dinge eingerichtet. Wir haben eine Studierendenwerkstatt, in der wir elektronische Dinge, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung machen können. Das können die Studierenden alleine machen. Die Studierendenwerkstatt besteht jetzt seit knapp 2 Jahren. Sie steht allen Arbeitsbereichen offen. Das heißt, die Studierenden können mit ihren eigenen Projekten und Entwürfen dahin gehen, sie werden beraten und dann können sie ihre eigenen Elemente auch bauen. Das heißt, sie sind nicht Theoretiker, sondern sie können hands-on was ausprobieren, Prototypen bauen, was entwickeln. Was natürlich super ist, damit man so ein Gefühl kriegt für Technik. Und auf der anderen Seite, es geht eben auch um Theorie, haben wir Lernräume eingerichtet, in denen sich die Studierenden selbst irgendwie sehr treffen können. Sind sehr angenehm vom Ambiente und von der Einrichtung in unserem Hauptgebäude. Können die Studierenden selbst buchen, können dort drin arbeiten, können sich beraten. Wenn sie brauchen, stellen wir eben aus dem Learning-Programm noch ausgebildete Tutoren zur Seite. Das heißt, die Studierenden können und sollen Verantwortung für ihren eigenen Lern- und Entwicklungsprozess übernehmen. Und das tun sie auch.